Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Battlefront 2 im Multiplayer mit Honix. Das bin ich selbst. Obwohl sich der Esel ja immer zu ernst nennt, ja. Genau. Er Erst. nimmt sich immer zu ernst, ja. Honix nimmt sich immer viel zu ernst. Und mein Name ist der Superpro und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Greifen wir das Thema vom letzten Part doch direkt mal auf. Wenn das Leben einfach wäre. Mein Gott, wie wäre das schön, wenn man mit einem einfachen Rechensystem wie irgendein Stamm mitten im Ozean rechnen würde. Und zwar eins, zwei, viele. Ja, Wenn wie das wäre Leben das doch einfach wäre. schön. Wenn das Leben einfach wäre, da würde ich jetzt gerne nochmal den Comedy-Part, naja, eigentlich Poetry Slam-Part von Sebastian 23 nennen, denn er meint, wenn alles einfach wäre, dann würde ich über Nacht dem Diktator Kim Jong-il ein rosa Kaninchen auf die Stirn tätowieren. Und dem abgedankten Präsidenten der USA. Entschuldigung, er hat nicht abgedankt, aber egal. Dem ehemaligen Präsidenten der USA, George Bush, eine Möhre. Auf die Stirn tätowieren. Und er Ja, das würde, wäre super, ne? das fände ich doch mal lustig, und was er auch noch tun würde, er Wenn würde, das Leben einfach wäre, genau, ja das würde er genau, wenn tun. alles einfach wäre, dann würde er sich sämtliche Zoohandlungen in Deutschland kaufen und dann alle diese Tiere, Schlangen, Hasen, Katzen, rosa Kaninchen im Bundestag Tag, ja. freilassen, damit Damit. da Leben in die Bude kommt. Ja, genau. Ja, genau, weil da ist irgendwie ein bisschen tote Hose, finde ich. Aber wenn wir über Politik diskutieren, ich glaube, dann bekommen wir gar keine Abonnenten, weil wir haben da eine. Beziehungsweise, wir wollen auch eigentlich keine Abonnenten, wir wollen Zuschauer. Ja, aber wir wollen Zuschauer, wir wollen Abonnenten, wir wollen Leute, die uns mögen, die uns sagen, was wir machen sollen, was wir gut machen, was wir schlecht machen. Und vor allem, was wir zusammen machen können. Das heißt also, Über falls was ihr wir reden, irgendein... was wir machen, welche Maps sollen wir spielen, welche Truppen sollen wir vorstellen, etc. pp. Leute, wenn ihr Battlefront kennt, dann macht uns Vorschläge, was findet ihr interessant oder was findet ihr überhaupt interessant an uns, was gefällt euch nicht. Wofür gibt es die Kommentare? Genau. Das stimmt, es gibt Kommentare. Genau. Das war gerade ja wohl mal so eine sprachlose Sekunde. Ja, das ist schlimm. Also, Und, sprachlose also. Sekunden, das ist echt das Schlimmste, was es gibt. Das ist immer dann diese Ruhe, diese gespenstische Ruhe und du fliegst Ruhe in vor die. dem Sturm. Ja, Bla 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 ja. bla 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 bla. Vollgelaber. Ja, Jo, okay. guten Tag, So ich oder so ähnlich. lauf mal hinter dir her. Moin, moin, moin. Ach, das bist du. Ja, Da moin. vorne dieser Sniper, der da gerade auf die Spitze zuläuft. Der hier, der hat mir meinen tollen Kill geschnorrt. Und zwar bin ich, ja, wie ihr gerade eben gesehen habt, die ganze Zeit einfach nur um die Dings drum herumgerannt und hab sonst auch nichts getan. Und der war viel zu langsam, um sich zu drehen, woraufhin er dann das Zeitliche gesegnet hat Genau. und abgetreten ist ins Jenseits der Droiden. Genau. Damit wir Und mal ein da die. bisschen Spannung in den Part reinbringen. Ja, mit dieser ruhigen Stimme. Nein, eine ruhige Ich Stimme wäre bin dein anders. Vater. Ja. Ja, so in der Art. Genau. Lass uns wieder zum fröhlichen Teil Sache hier übergehen und ich wollte eigentlich mal so erwähnt haben, es steht immer noch 0 zu 1 für die Gegner. Und wir spielen schon seit über 10 Minuten, nee, schon seit über einer Viertelstunde spielen wir hier an dem Spiel rum und es hat sich nur fast nichts getan. 0 zu 1, das ist ja gar nichts. Ja, das ist erstens schwach und zweitens werden wir das auch nicht mehr aufholen können, denn ihr werdet uns in diesem Part leider schon innerhalb von 1 bis 2 Minuten verlassen müssen, weil Nein, die es ist Runde nämlich noch ein einfach bisschen länger länger. Es sind geht. nämlich noch genau 7 Minuten, die wir labern könnten, damit wir ungefähr 10 bis 12 Minuten voll hätten. Ja, du weißt aber schon, dass diese Runde nur noch ungefähr 54 Sekunden lang dauert. Du, daran habe ich jetzt auch nicht gedacht. Du, das ist, ja, klar.
Ja, da machen wir mit Camtasia noch so einen Audiokommentar und dann könnt ihr euch halt ohne Oder wir Bild nehmen einfach weiter auf. anhören. Ja. Jetzt Ja, wir sag nehmen mal, einfach hier weiter haben wir auf. einen Scharfschützen und na, er hat mich vergiftet. Das ist ja eine super Taktik, Mensch, Leute. Gefällt mir echt gut. Und da habe ich dich im Bildschirm und du fliegst da hoch. Nope, lol. So, jetzt mach sie fertig. Und hinter mir sind die beiden Droiden explodiert. Ja, genau, das gibt's nämlich auch. Diese Droiden, Lebens- und Munitionsdroiden, die können nicht einfach nur kaputt gehen, wenn man drauf schießt oder Granaten dran wirft, sondern auch wenn. Einfach so. Okay, und Das war ein weiterer Part hier von Let's Play Star Wars Battlefront 2. im Genau, Koop und mit Honix und dem Super ja, und uns würde es Bro. natürlich wieder freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis denne! Ja, bis denne und ciao.